Kommst du wieder hoch? Ich vermisse dich hier. Ich dachte, du wolltest da weitermachen. Alleine. Pass auf, da ist ein Creeper! Hallo. Okay, jetzt denke ich mir wieder. Ciao. Ja, was soll ich denn hier machen? Doch bitte. Dann macht man so eine hässliche. Hallo. Hi, Huhn. Ey, nimm deine Hunde wieder mit. Oh, Mann. Mach sie doch schon so. Lasse sie. Oh mein Gott, der Ausgang ist versperrt, geht leider nicht. Ja. Beeindruckt von diesem Geräusch. Nein, nein! Ja, hallo, was du kannst, kann ich auch. Nein! Wieder hoch! Da. Ich da. Jetzt. Du weißt schon, dass das Glas ist, oder? Weißt du, wenn du das kaputt machst, dann mach ich dich kaputt. Ich geh am besten. Aber meine Hunde bleiben da oben. Bigfoot, die nächste Stufe wäre dann Obsidian dahin zu bauen. Ja, das können wir das können wir damit ja nicht verschieben, das ist das Problem. Oder Bedrock. Ja, aber mit diesen Dingern können wir das ja nicht, Ja, übel, Cheaper. Oh Gott, Entschuldigung, aber der hässliche Fratz sieht voll in diesem Licht scheiße aus und guckt mich voll böse an. Ey! Brauchst du Gurdel nicht angucken? Nicht mein Problem, du hast ihn angebissen. Nein! Wuffi! Böser Hund! Lieber Hund! Hundefleisch, Hot Dog. Moment, es gibt Hundefleisch? Bigfoot, ich brüche den Glasstein wieder. Danke. Ja, noch. Alter, nimm deine Hunde von hier weg. Nimm von hier mit. Sag, okay. Ich kill ihn genauso. Bitte verlasse unser Haus. 5, 4, 3, 2, 1. Ich bin doch schon weg. Dein Hund aber nicht. Ja, der muss mir hinterherlaufen. Muss er das? Leute, das solltet ihr euch vielleicht hier angucken. Was denn? Und, was? Ja, das solltest du dir angucken. Ich krieg gleich einen Anfall. Was ist denn hier passiert, Mann? Das repariert doch alles. Alter, was ist denn hier passiert? Hör jetzt endlich auf, meine Hunde abzufacken! Bist du böser Hund, Buffy? Alter, wer war denn das? Wir sind hier vorbeigeladen. Also ich war's nicht. Alter, ich war's überhaupt nicht. Es hat sogar Jonas seine Hütte verwischt. Ey, wem seine Bude ist denn das da hinten? Ist das deins, Flo? Was denn? Das da? Ja? Wenn du halt einmal hier vorbeifliegst, ich sag's dir. Nee, das nicht. Ich komm mal mit, ich zeig dir, wo ich meins bau. Zeig dir direkt, wie gesagt. Komplett aus Holz. Schön von Feuerzeug. Ja, ich hau mal wieder raus. Ich krieg eins in meiner Schild zu Brüsseleiste. Da vorne ist meins. Und ich darf das jetzt alles reparieren, danke. Warte. Da vorne steht meins. Ich brauch nur noch ein Dach. Noch in den Arbeiten. Ich hab hier einen schönen Holzboden gemacht. Ja. Ich wollte mal was anmerken. Momentan bist du nicht am Arbeiten. Momentan bist du noch. Ja, und wessen Haus ist das hier? Das da. Keine Ahnung. Deshalb wollte ich fragen, kannst du mir vielleicht etwas Sand besorgen?
Ding, weil ich möchte in der Garderobe, wo eine Wüste ist oder wo ich Latte krieg, weil niemand will Maske im. Oh oh, Spinne, Moment. Oh oh, wieder ist erstmal was. So. Ja. Und wo ist der Pascal? Ich bin in einer Höhle. So. Okay, dann würde mich aber trotzdem interessieren, wessen Haus das da ist. Vielleicht ist es meins. Das ist am Strand mit dem Balkon und... Ist das ein Steindach? Ne, das hat ein Flachdach. Alter! Hey! Ach, dann ist es nicht mal. Guck da in die Kisten auch nicht rein, raus. Hallo, kann man hier nicht mehr gehen? Ich will kurz was im Inventar machen. Aber meins hat mich da trotzdem nicht reingeguckt. Raus. Alter, hier ist sogar schon eine Endertruhe. Ne, das Haus hier hat ein Glasdach. Oh oh, es ist dunkel. Oh oh. Pascal, eine Steins mit dem Steinspitzdach, richtig? Ja. So, ich geh mal hin und guck's mir an, gell? Weil ich würde sagen, die Aufnahme beenden wir so in circa 10 Minuten. Und dass man halt nochmal hier die Häuser von euch nochmal stehen hat. Dann mache ich ein Schild an dem Server ran. An meine Welt. Yannick verboten. What the hell? What the fuck? Ah, du hast sogar hier einen Weg. Kann ich vielleicht einen Bogen von dir leihen? Ich meine, kann ich einen kaputten Bogen von dir nehmen? Kannst du auch einen von mir nehmen? Wirklich? Danke. Komm mal in Buddels Haus. Ich bin leider böse. Ich würde sich das ja gerne rausbinden. Hallo! Guck dir in deine Kiste rein. Er hat mich da geschlagen. Was ist hier passiert? Ich finde das irgendwie unverschämt. Nee, der beschnuppert die ganze Zeit deine Kiste nicht mehr. Was denn? Da hab ich doch, oder? Ah, scheiße, das Skelett! Nicht. Das Skelett! Waren wir bei dir auch nicht. Entschuldigung, aber ein bisschen einfach. Wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Das ist ja die Frage. Da hinten oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Falls es keinem aufgefallen ist, ich gehe alles repariert, ne? Ja, Bigfoot, mir ist aufgefallen. Ich mach spitze. Ach, ich sehe nur das riesen Baumhaus, dann weiß ich schon, wo ich hin muss. Also ich Schau uns jetzt mal nicht mehr auf. Oh oh. Wer sponsert den nächsten Amboss? Ich. Alter, er ist kaputt. Dafür habe ich jetzt einen komplett intakten Bogen. Ja, hätte ich einen. Dann... Wie viel Eisenblöcke braucht man für den Amboss? 27 Eisenblöcke. Eisenblöcke 3. Du zusätzlich nochmal 4. 4 Eisen dann. Okay, ich sponsor 1 und 4 Eisen. Ich hab leider nur 2 Eisen. Ich weiß gar nicht, wo das Zeug bei mir verschwindet. Oh, Creeper. Schon nicht mehr gut, aber. Hier nur die Explosion. Nein! Ich hab mich bei euch oben im Haus verbarrikadiert. Ich hab Angst. Hast du nicht ein eigenes Haus? Mann! Also, wie gesagt, also ein Eisenblock und 4 Eisenbahnen kann ich sponsern. Weil ich würde sagen, wir für einen Amboss legen wir eh zusammen, weil jeder benutzt einen Amboss. Ach, warte,
Hey, stopp, ich geh schon. Wo hast du dein eigenes Haus? Ich gehe jetzt. Hör bitte auf, ich hab nur noch ein Herd. Flo, das ist das, was ich dir gesagt habe. Da ist der Bigfoot sehr empfindlich bei solchen Sachen. Nee, ich verstehe ja, wenn man kurz mal da ist, aber Entschuldigung, das geht wirklich zu weit. Sollen wir dann sein Haus weiterbauen? Meistens meckert er, dass er keine Sachen hat. Entschuldigung, aber auch nee! Lauf doch! Lauf! Ich hab auch noch so ein Trick. Alter! Mein Haus muss. Hallo, hör doch endlich auf! Ich will doch noch kurz was essen! Mich verfolgt immer so ein scheiß Skelett oder so! Gut, das ist mich jetzt verfolgt. Begleitung zu dir nach Hause. Ich muss mein Haus fertig bauen. Wo ist das Skelett? Ich komm mit. Warte, für eine Übernachtung gebe ich dir 2 Steaks. Behalte deine Steaks, ich hab genug. Ja, hast du überhaupt ein Bett dabei? Bigfoot, würde man nie sagen. Bigfoot, hör mit der Scheiße auf mich. Wo ist der Switchboy? Bigfoot, die gute Munition, lass es doch. Da ist schon wieder ein Creeper. Ja, leck mich am Arsch. Nee, weil mich nervt das. Ich hab aus 2 Gründen dieses Hundgeschnorre. Erstens, die am Arbeiten und er sollte eigentlich auch mal sein Haus weiterbauen. Zweitens, wenn er hier ständig rumläuft. Ich brauch ja nur noch Scheiben. Ich hab dir doch vorhin schon gesagt, ja, du kannst dir Glas nehmen. So, komm mal her. Wo sind hier die Kiste? Da, wo dein Zeug drin war. So, einmal aufpassen. Warte hier. Hinter dir. Darf ich mir ein komplettes Glas nehmen? Ich hab keine, ich hab keine zerbrochenen Gläser. Ich hab noch was beigesteuert. Hör, Skelett! Ich hab ne riesengroße Lava-Höhle gefunden. Und falls ihr war. Aber. Kommt ein Mantis Creeper. Gurgel. Ja, ist ja nicht so, dass ich nur noch 4 Hetzen hätte. Ja, sorry, ich hab auf den Creeper gezielt, aber der war ja schon tot, da ist der erste Pfeil angekommen. Da du ja dahinter warst, das tut mir wirklich sehr leid. Oh. Da nichts dagegen. Da ist noch ein Creeper, den hol ich mir jetzt. Oh, das ist Nenderman. Oh. Ah, du hast ihn dir geholt. Meine Sachen liegen lassen. Gestorben. Gar nicht. Hast du aber gut gewusst. Ins Haus. Eine komplette Folge Minecraft von Creeper anspringen lassen. Wie nennen wir diese Folge dann? Die Selbstmordattentäter oder der völlig Glück verballert? Die Dummen, die nicht überleben können. Doch, wir nennen sie eine dumme Idee. Bigfoot, ernsthaft. Hör auf! Jetzt ist das noch Pause. Bleibt jetzt auch. Dass ich auch keine Häuser mehr operieren, falls ein Creeper vorbeikommt. Hey,
damit. Und dann verpisst du dich aus meinem verdammten Haus. Ich hab einen Spawner gefunden. Was ist in deinem Haus? Da war gerade ein Enderman, jetzt steht er da vorne. Ich hol mir den mal kurz. Jetzt steht der da. Jetzt steht er hinter dir. Gut. Da vorne steht er. Wo ist er denn jetzt? Willst du mich verarschen? Ja, Entschuldigung, wenn er die ganze Zeit wegspawnt. War da gerade. Dann halt ihn fest. Ich kann ihn festhalten. Oh, ich hab eine Dia-Pferderüstung. Ach, von Level 9 auf Level 4 runtergerutscht. Auch nicht schlecht. Insgesamt wäre ich heute mindestens schon Level 25. Möchte jemand eine Heilung? Hätte. Hat mir irgendjemand einen Bogen gegeben? Möchte jemand eine Heilung-Pferderüstung? Ich hab nicht mal ein Pferd. Dann finde mich. Ein Esel. Dann finde mich. Ja, ich muss aus dieser Höhle hier rausfinden. Dann finde mich. Wurzel, hast du mir einen Bogen gegeben? Oder okay. Verloren? Mit Stärke 1? Nee, definitiv nicht. Ich hatte gar keinen Bogen dabei. Es sei denn, ein Skelett hat den Bogen dabei, wo ich platt gemacht habe, aber das weiß ich nicht. Kann ich ihn behalten. Okay. Ich bestimme jetzt einfach mal, dass du ihn behalten kannst. Ja. Anstatt ein Hochhaus baue ich lieber ein Kellerhaus, weil ich finde, das sollte eigentlich bei einer Etage bleiben, weil es einfach schön aussieht. Ja, das ist ja jedem überlassen, wie er es baut. Weiß es nicht. Wo machen es geht? Also ich muss sagen, ich habe da richtig viel Holz reingesteckt. Ich hätte damit bestimmt so um die 7-8 Sticks voll, wenn ich ehrlich bin, weil der komplette Boden hier, der Umrandung ist alles nur aus Holz, wenn du richtig siehst, der Gurgel. Also einfach kurz rein, dann siehst du das. Du meinst, du hättest Holzbretter, so viel. Ja, so viele Bretter. Guck, der Boden, alles hier aus Holz. Umrandungen hier, alles nur aus Holz, außer das hier. Komm jetzt, oh, ich hab ein schönes Holz. Ah, wartet mal eine Sekunde, meine Mutter ruft mich. Also Yannick, wenn du das machst, ich hab eine schöne Abrissbirne. Du kleiner R2-D2. Was stellst du denn? Machst du Feuerzeug? Was? Ich hab ein Geschenk für dich. Elfenschuh. Mit. Ich eigentlich gar nicht, weil ich selber genug Eisen. Mensch, jetzt ist der Yannick mal so nett, wie er eigentlich in fast jeder Folge ist. Bis auf seine kleinen Blödeleien. Und du nimmst nicht an. Sei schuld. Also. Du hast sowieso nur 4 Eisen. Eisenschwert nehme ich, Zacke nehme ich, Bett. Was ist das? Ey, ich hab zwei Betten. Was soll ich denn noch machen? Oh, wow. Gurgel, hast du zufälligerweise Wolle? Was für Wolle? am besten schwarze. Hab ich 3 Stück nur. Ja, kannst du sie mir trotzdem geben? Wo bist du? Warte vor deiner Tür.
So, dann würde ich sagen, dann beenden wir die Aufnahme dann auch mal. Und alles mal fern. Alles mal hoch. So, bevor es Nacht wird. Also ich würde sagen, wir gehen alle in mein Haus, weil das ist dann für den nächsten Start einfacher. Eine Sekunde, ich muss nur noch Fackeln kurz unten hinlegen und dann komme ich sofort. Also ganz kurz schnell eine Fackel da unten hin. Ich weiß nicht, der schnellste Weg zur Gurte. Aber ich kann hier auch mal Gurte, ich packe hier fest. Rupfi, komm mit! So, dann bedanke ich mich. Stopp, stopp! Fehlt da irgendjemand oder sind wir komplett? Ich! Ah, ich. Der Flo fehlt! Flo, mach mal Tür zu hinter dir. Wo bin ich? So, dann beenden wir diese Aufnahme für heute. Wir bedanken uns hier bei Pascal, bei Yannick, bei Flo und bei Bigfoot wieder fürs Mitspielen. Jona ist leider schon gegangen. Ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, ja, das hat mal wieder Spaß gemacht, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Und die sind alle hier auf Ecstasy irgendwie, so wie es aussieht. So, Gurdel, ich verabschiede mich jetzt schon mal und ich lasse das letzte Wort den anderen vier Jungs noch. Also, erstmal Dankeschön fürs Mitmachen, für das ganze Team hier. Das sieht echt lustig aus. Wir abonnieren natürlich nicht. Und wir hoffen natürlich, dass ihr das nächste Mal auch mitmacht. Das war's von mir. Ja, ich bedanke mich, dass ich hier mal dabei sein durfte und ich freue mich schon aufs nächste Mal, falls mir nichts dazwischen kommt. Und lasst ein Like da oder so. Bis zum nächsten Mal, sag ich. So, Pascal oder Yannick, wer will noch einer von euch? Ja, ich würde mich bedanken, dass ich auch mal hier mitmachen durfte. Vielleicht mache ich auch das. Lasst ein Like oder ein Abo da. Jawohl, gut. Dann bis zum nächsten Mal.